Ist Krafttraining für Jugendliche sinnvoll oder vielleicht sogar gefährlich? Wir finden es heraus. Moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Vor ziemlich genau anderthalb Wochen hat die deutsche Meisterschaft im Cheat Curl bzw. Cheating Curl in Halle stattgefunden. Ich selbst war als Begleitung von Joris da, dem Seven vs. Wild Teilnehmer aus dem letzten Jahr, habe also selber nicht mitgemacht. Und jemand anderes, der ebenfalls als Begleitung bzw. Coach dabei war, das war Johannes Lukas. Johannes Lukas ist ja unter anderem dafür bekannt, eine Gruppe jugendlicher Kraftsportler bzw. Bodybuilder zu betreuen, was man dann bei YouTube auch sich regelmäßig anschauen kann. Und von diesen Jungs haben, ich weiß nicht, ob alle teilgenommen haben, aber zumindest haben einige von denen hierbei teilgenommen, teilweise auch Siege davongetragen in den jeweiligen Altersklassen. Und danach kam natürlich teilweise wieder ein Punkt hoch, der auch vorher immer mal wieder diskutiert wurde, nämlich ist das überhaupt sinnvoll, minderjährige Burschen in dem Fall Krafttraining in dem Maße machen zu lassen. Ist Krafttraining für Minderjährige bzw. für jugendliche Körper überhaupt sinnvoll? Hat es Vorteile? Hat es vielleicht sogar gravierende Nachteile? Und wie sieht es damit aus, wenn man es übertreibt? Sind dann die Gefahren größer als bei Erwachsenen? Ich habe mir jetzt mal ein paar Ausschnitte rausgesucht, die ich zunächst mal zeige, bevor wir dann in die Literatur gehen und schauen, wie es wirklich damit aussieht, ob das nun gefährlich oder nicht ist und ob es sinnvoll ist oder nicht. Dieser Ausschnitt ist von William Niviara, der ja mal Reactions darüber macht, der hat auf mich auch schon mal reacted. Und wir schauen erstmal einen Versuch von Moritz, glaube ich, heißt er, an, der mit 60 Kilo Cheat Curls macht. Der Junge ist, wie gesagt, noch minderjährig, aber auch schon ein paar Jahre im Training, das muss man dazu sagen. Wir schauen mal rein. Warte. Junge, was da für kleine Rotzlöffel teilnehmen, ne? Nicht nur der Johannes mit seiner Kinderbande, da sind noch mehrere kleine Rotzlöffel am Start. Wahnsinn. Warte auf diesen Jahr. Gültig. Jawohl, Moritz. 60 Kilo bleiben für Maximilian Ring. So, also Moritz hat die 60 Kilo, ich will nicht sagen locker geschafft, aber er hat sie deutlich geschafft und er hat sie mit einer guten Form geschafft. Das heißt, das, was man jetzt hier gesehen hat, sah erstmal ja nicht gefährlich aus. Und bevor wir jetzt den Elefanten im Raum adressieren, wie es denn jetzt mit sowas wie Wachstumsfugen, Schäden und Wachstumsstopp oder Rückenproblemen aussieht, die vielleicht, ja, das werden wir sehen, durch übertriebenes Krafttraining bei Jugendlichen vielleicht entstehen könnten, schauen wir erstmal in eine neue Studie, die sich damit beschäftigt hat, das ist eine Übersichtsstudie, ein Review, das sich damit beschäftigt hat, ob grundsätzlich Krafttraining, wenn man es gewissenhaft durchführt, ob das grundsätzlich eher Vor- oder Nachteile für Jugendliche hat. Diese Studie, die ich dafür für euch habe, sehen wir hier, die ist aus diesem Jahr, also die ist wirklich ziemlich neu und in diesem Review wurden verschiedenste andere Studien entsprechend zusammengefasst. Und was man hier schon mal sieht, ist, dass grundsätzlich Krafttraining bei Jugendlichen positiv zu sein scheint, zumindest wenn man es auf eine Weise durchführt, die nicht extrem übertrieben ist. Hier steht beispielsweise, Strength Training resulted in a significant increase in jumping and sprinting abilities. Das heißt, normale sportliche Fähigkeiten wurden in diesem Fall bei Jugendlichen verbessert. Und hier wurden im Übrigen Kinder teilweise angeschaut. Ne? Also das Alter war im Durchschnitt ungefähr 10 Jahre, das heißt, die sind nochmal deutlich jünger, als wir das hier bei diesen Jugendlichen haben. Und auch hier steht halt bereits, im Durchschnitt hat sich dadurch die Sprungkraft und die Sprintfähigkeit verbessert. Moreover, muscle strength was increased in 100% of the cases. Das heißt, jedes einzelne dieser ja eigentlich noch Kinder, die hier jetzt getestet wurden, hat die Kraft verbessert. Das ist natürlich grundsätzlich nicht verkehrt. Morphologically, strength training resulted in a decrease in body fat percentage and an increase in lean body mass. Also die haben auch eine sportlichere Körperform bekommen. Und
Nicht zuletzt, with regard to gender, increases in general sports skills and basic physical abilities were significant in males, but not in females. Das heißt, zumindest in den Jungs wurde auch gesehen, dass diese dann in anderen Sportarten besser abgeschnitten haben, wenn sie Krafttraining gemacht haben. In Mädchen konnte das hier nicht gesehen werden, aber das kann doch einfach damit zu tun haben, dass hier eine wesentlich geringere Anzahl von Mädchen getestet wurde. Das ist ja bei solchen Studien häufig so, dass dann immer sich leider eher auf Jungs oder Männer konzentriert wird. Aber grundsätzlich gab es hier in diesem neuen, in dieser neuen Übersichtsarbeit im Grunde ein rein positives Resümee. Außerdem sehen wir ja auch noch, dass es aller Voraussicht nach die Verletzungswahrscheinlichkeit verringern kann, wenn Jugendliche Krafttraining machen. Damit ist natürlich dann nicht die Verletzungswahrscheinlichkeit beim Krafttraining selber gemeint, sondern dadurch, dass der Körper leistungsfähiger ist, kann man unter Umständen besser, also andere Verletzungen im Alltag besser vermeiden oder eher vermeiden. Die Frage, die sich jetzt aber natürlich noch in viel stärkerem Maße stellt, als ob Krafttraining, wenn man es reasonable, also gewissenhaft macht, sinnvoll ist, was es ja offensichtlich ist, ne? Die Frage, die sich noch viel stärkerem Maße stellt, gerade wenn man sich solche Maximalkraftversuche anschaut, ist aber, ist das für Jugendliche noch gesund? Johannes selber hat ebenso wie ich nicht an diesem Wettkampf teilgenommen. Ich hatte nur ganz kurz ein paar Worte mit ihm vorher gesprochen. Wir kannten uns ja vorher jetzt auch nicht. Da hat er gemeint, wenn ich mich richtig erinnere, dass er, ich weiß nicht, ob er jetzt gerade Verletzung hatte oder ob das Verletzungsrisiko jetzt gerade zu hoch war. Aus dem gleichen Grund würde ich bei so etwas jetzt auch nicht mehr teilnehmen. Wir sind ja ungefähr in einem ähnlichen Alter. Ich glaube, er ist ein bisschen älter als ich. Aber wie ist das jetzt bei Jugendlichen? Können die sich dabei eher verletzen? Ist das möglicherweise sogar schlecht für das Wachstum? Wir schauen auch hier erstmal kurz in einen Teil von Williams Reaction rein, bei dem er sich ein bisschen kritisch darüber äußert in Bezug auf Moritz' finalen Versuch, bei dem er schon ziemlich am Struggeln war. Auf geht's! Tomo! Boah, Junge, der bricht sich ja fast das Genick, Alter! Guck mal hier, der greift schon an, der Knasti. Der greift ein. Alter, was war das denn, Junge? Du lieber Himmel. Das gucken wir uns nochmal an. Warte, machen wir eine Zeitlupe. Das machen wir eine Zeitlupe, Freunde. Oh mein Gott. Junge, der ist einfach mal ganz kurz zum Exorzisten geworden, der Kollege. Ganz kurz Exorzismus ausgetrieben bei ihm. Krank. Um Gottes Willen. Ach Mann, Alter. Ach Mann. Ach, aber trotzdem war geil, Junge. War trotzdem geil. Schöner Kampfversuch. Komm her, Kleider. Komm her, Kleiner, komm zu Opa. Gib ihm Opa meine Umarmung hier. Opa braucht das. Sah nicht schön aus, aber irgendwie oben. Daran war gar nichts geil. Dankeschön, Eggmuffin TV. Für YouTube hat's gereicht, Jeremy. Ey, Johannes, das kannst du nicht bringen. Ey, Junge, der Typ verletzt sich fast gerade, bricht sich sein Rücken durch und für YouTube hat's gereicht. Also, das ist nicht in Ordnung, Freunde. Ich schwör's euch, das geht nicht. Ja, William sagt hier, das ist nicht in Ordnung, Freunde. Das geht nicht. Wenn man sich das so in Zeitlupe anguckt, sieht das natürlich schon ziemlich heftig aus. Wobei man aber auch nicht vergessen darf, dass man auch ansonsten im Alltag, gerade als junger Bursche, immer mal wieder Maximalbelastung hat. Ne? Wenn man mit irgendwelchen Kollegen käppelt etc. Ne? Das kann immer mal passieren und kommt bei Jungs und bestimmt auch bei Mädels sicherlich auch sonst mal vor. Ne? Aber hier sieht es natürlich in der Tat ziemlich krass aus. Ja, was sagt jetzt die Forschung dazu? Kann man sich als Jugendlicher leichter durch solche Maximalbeanspruchungen verletzen als ein Erwachsener? Gerade was das den Punkt der Wachstumsfugen betrifft, wurde das ja in den letzten Jahrzehnten immer wieder diskutiert. Die Wachstumsfugen, die sich quasi vor den Enden der längeren Röhrenknochen befinden und an denen die Knochen wachsen, die können durch
Verletzungen, also durch Unfälle quasi verletzt werden. Und eine Verletzung einer Wachstumsfuge kann auch dazu führen, wenn sie groß genug ist, dass möglicherweise das Wachstum an der Stelle gestoppt wird. So etwas ist allerdings meines Wissens bei Krafttraining, auch bei intensiven Krafttraining, bis jetzt nicht beobachtet worden. Wir schauen hier mal in eine Übersichtsstudie von 2013 rein. Hier wurden 500 Experten zunächst mal befragt und danach wurden die Aussagen, die sich grundsätzlich für Krafttraining bei Jugendlichen ausgesprochen haben, mit der tatsächlich relativ spärlichen Datenlage abgeglichen. Und hier steht jetzt: We found that the data indicate properly supervised weight programs are not associated with increased risk of acute injury. However, the literature offers no insight about the long-term implications of weightlifting on growth plates. Das heißt, zumindest bei diesem Stand 2013, wenn man es sinnvoll macht, und da ist jetzt die Frage natürlich, was ist sinnvolles Krafttraining, wenn man es sinnvoll macht, gibt es keinen Hinweis darauf, dass es dadurch zu vermehrten Verletzungen kommt, auch nicht der Wachstumsfugen. Allerdings gibt es auch keine Langzeitbeobachtung darüber, was jetzt speziell mit den Wachstumsfugen wäre. Dennoch würde ich mir ziemlich sicher sein wollen, viele Relativierungen, ich weiß, weil man bei so einem Thema natürlich auch mal ein bisschen vorsichtig sein muss, dass es nicht zu erwarten ist, dass sich Wachstumsfugen dadurch durch einen solchen Versuch geschädigt werden würden. Man muss auch mal sagen, wenn das so wäre, dann würde ja nicht alle Wachstumsfugen in allen Bereichen gleichzeitig geschädigt werden. Und dann hätte es sich ziemlich sicher schon mal gezeigt, dass irgendwelche jungen Kraftathleten durch eine Überlastung, beispielsweise bei denen ein Arm oder ein Bein kürzer ist als das andere, weil eine Wachstumsfuge verletzt wurde oder stark verletzt wurde und eine andere nicht. Außerdem müsste man dann davon ausgehen, dass auch bei anderen Sportarten, bei denen es vor allem ja auch zu Impact kommt, wie beispielsweise Fußball, wenn die Jungs ständig hart abbremsen, gegeneinander laufen, Mädels natürlich auch, ja, klar, oder bei Kampfsportarten etc., alles Sachen, die junge Menschen ja machen, seit Jahrzehnten machen und die in der Regel positive natürlich Auswirkungen haben auf den Organismus. Es würde sich normalerweise, müsste man davon ausgehen, dass das alles auch schon zu so etwas geführt hätte. Und mir ist persönlich nichts davon bekannt. Auch hier wird ja davon ausgegangen in diesem Review, dass es vermutlich nicht so ist. Es gibt auch meines Wissens keine neuere Studie, die so etwas bisher gezeigt hätte. Falls euch so eine Studie bekannt ist, dann bitte schreibt sie in die Kommentare. Aber Stand jetzt würde ich davon ausgehen, anhand dessen, was es gibt, und das ist auch eigentlich der Konsens in der Wissenschaft, dass man keine Probleme mit den Wachstumsfugen zu befürchten hat. Und die Tatsache, dass beispielsweise Turner und Bodybuilder häufig kleiner sind, hat auch nichts damit zu tun, dass die durch ihren Sport kleiner geblieben sind, sondern es hat damit zu tun, dass die Hebelwirkungen bei körperlich kleineren Menschen für beispielsweise Turnen einfach praktischer sind. Und dass kleinere Bodybuilder bei gleicher Muskelmasse einfach massiver aussehen und dann auf der Bühne einen Vorteil haben. Man würde ja auch nicht auf die Idee kommen zu sagen, durch Basketballspielen wird man groß, nur weil Basketballspieler meistens groß sind. Und es ist einfach dann andersrum. Was ist jetzt aber wirklich, wenn man so eine starke Überlastung hat, wie wir das hier jetzt gesehen haben in diesem letzten Versuch? Auch hier habe ich William spricht ja auch Rückenprobleme an und so, auch hier habe ich eine ziemlich neue Studie für euch, nämlich diese hier vom letzten Jahr. Und in dieser ziemlich neuen Studie wurden Jugendliche, also eigentlich noch eher Kinder, mit im Durchschnitt 11,4 Jahren, 5 Jahre lang beobachtet. Das ist eine japanische Studie. Und diese Kinder bzw. präpubertären oder gerade in die Pubertät gekommenen Jugendlichen haben kompetitives Gewichtheben gemacht. Also nicht jetzt einfach nur ein bisschen Kraftsport im Gym, sondern die haben wirklich Gewichtheben gemacht über mehrere Jahre. Und wenn man das vor der Pubertät macht, scheint das wirklich nicht so gesund für den Rücken zu sein, laut dieser Studie. Denn hier steht, dass die 12 Kinder, die hier beobachtet wurden, dass alle nach den 5 Jahren degenerative Veränderungen
im Bereich der Bandscheiben und teilweise auch im Bereich der Wirbelkörper hatten. Die meisten von denen haben auch zwischenzeitlich über Rückenschmerzen geklagt. Die Rückenschmerzen gingen allerdings im Laufe der Zeit bei allen wieder weg und die konnten dann auch immer wieder ihr Training aufnehmen. Also da ist jetzt auch nicht klar, dass die sich direkt langfristig schlimm geschädigt hätten, aber es wurden definitiv Bandscheiben und auch Wirbelkörperschäden festgestellt, was jetzt nicht unbedingt sinnvoll ist, erst recht nicht, wenn man noch so jung ist. Also offensichtlich kann man es übertreiben und wenn man es übertreibt, ist es für Jugendliche vermutlich oder für Kinder vermutlich mindestens so ungesund, wenn nicht ungesünder, als im Vergleich zu Erwachsenen. Heißt das jetzt, dass Johannes Lukas fahrlässig handelt, wenn er seine Jungs so etwas machen lässt? Ich kenne natürlich jetzt nicht, ich weiß natürlich jetzt nicht alles, was Johannes mit den Jungs da veranstaltet. Das kann ich jetzt nicht alles beurteilen. Ich habe nicht alle seine Videos gesehen und so weiter. Aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, einschließlich auch, dass er mit denen zu diesem Wettkampf gefahren ist, halte ich aus persönlicher Sicht nicht für schlimm fahrlässig, weil ich davon ausgehe, dass er sich seine Jungs sehr genau anguckt. Er hat sehr viel Erfahrung damit. Und sie sind auch alle schon eine ganze Weile im Training. Wenn man so einen Maximalkraftversuch wie hier macht und man schon eine ganze Weile im Training ist, ist der Organismus daran angepasster. Wir haben auch vorhin schon gesehen in dem anderen Review, in dem ersten, dass grundsätzlich Kraftsport oder Krafttraining bei Jugendlichen die Verletzungswahrscheinlichkeit verringert, weil der Körper stabiler und kräftiger und angepasster daran wird. Und natürlich besteht ein Risiko bei so einer Maximalbelastung, wie wir sie hier sehen. Die besteht aber auch für Erwachsene und bei einem Fußballwettkampf oder anderen Wettkämpfen, bei denen man sich vollkommen verausgabt, Kampfsportwettkampf oder sowas, besteht natürlich ebenfalls ein Verletzungsrisiko. Das Leben ist nicht risikofrei, deswegen würde ich sagen, ich gehe davon aus, dass Johannes hier durchaus weiß, was er mit den Jungs tut und das Risiko für diese speziellen Jungs gut abschätzen kann, auch wenn man trotzdem natürlich nicht sicher sein kann. Und das heißt wiederum für euch, wenn ihr noch minderjährig seid, dass ihr allerdings nicht von euch aus alleine ohne einen sehr guten Trainer auf die Idee kommen solltet, Hardcore-Krafttraining zu machen. Man sollte als Jugendlicher sowieso nur Krafttraining machen, wenn man dafür jemanden hat, der einem das genau zeigt. Ohne Anleitung ist Krafttraining sowieso nie sinnvoll. Man sollte nie irgendwie einfach so anfangen. Und für Jugendliche oder gar Kinder ist es umso wichtiger, einen sehr erfahrenen und sehr gewissenhaften Trainer zu haben, der genau abschätzen kann, was man diesem speziellen Körper zumuten kann. Und dann halte ich es persönlich für vertretbar, dass Jugendliche Kraftsport machen. So, ich hoffe, das war interessant für euch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr ja Bescheid. Ne? Lasst ein Like da. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es damit seht, wenn ihr selbst noch minderjährig seid, wie eure Erfahrungen damit sind, ob ihr einen guten Trainer habt. Und ja, ansonsten, wenn ihr es noch nicht habt, dann abonniert natürlich meinen Kanal und aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.